Im Süden von China, nicht weit weg von Hongkong, liegt Shashan, 45 Minuten von der Grenze zu Hongkong. Hier liegt Pico China. Auf ca. 10.000 Quadratmetern produzieren wir hier alle N- und TT-Modelle sowie fast 100% unserer H0-Modelle. Pico China ist eine völlig autarke OEM-Fertigung, die 100% in Eigentum von Pico steht und ausschließlich für Pico fertigt. Gesteuert wird die Firma vom lokalen Management, welches in ständigem Kontakt mit Sonneberg steht. Jeden Morgen gibt es Produktionsbesprechungen, bei denen Tagesprobleme und Zielvorgaben diskutiert werden. Nur eine gute Produktionsplanung ermöglicht die hohe Anzahl von Druck- und Formneuheiten jeden Monat termingerecht auszuliefern. In der Produktion ist der erste Schritt die Kunststoffspritzerei, in der sowohl Zinkdruckungsteile als auch Kunststoffteile hergestellt werden. Hier werden Kunststoffteile von den Angüssen getrennt. Bevor die Teile weiterbearbeitet werden können, müssen vor allem die Zinkdruckungsteile nachbearbeitet und versäubert werden. In diesem Abteilungsbereich entstehen auch Pantographen, Radsätze und das Pico-A-Gleis. Gerade bei den Radsätzen ist ein absolut einwandfreier Lauf wichtig, weshalb die Laufeigenschaften jedes einzelnen Radsatzes geprüft werden. Als nächstes werden alle Teile, die in ein Pico-Produkt einfließen, farbgespritzt. Hierzu gibt es eine Farbspritzanlage und einen Farbspritzroboter. Einen hohen manuellen Aufwand stellt dann das Farbspritzen der Produkte dar. In vielen Arbeitsschritten werden die verschiedenen Lackierungen der Produkte mittels Schablonen auf die Produkte aufgetragen. Hierzu gehört auch, dass kleinste Teile auf Spritzträgern aufgebracht und dann farbgespritzt werden.
Nach dem Grundieren und Lackieren der Produkte werden die Schriften und andere Designelemente auf die Loks und Wagen gebracht. Dies erfolgt in der sogenannten Tampondruckerei. Und wie bei fast allen Arbeitsgängen wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer wieder die Qualität überprüft. Höchste Qualität und kleinste Schriften, das sind Merkmale, die Pico-Produkte auszeichnen. Neben dem Tampondruck wird für manche Drucke auch das Siebdruckverfahren eingesetzt. Und am Ende jeder Abteilung gibt es eine eingehende Qualitätsprüfung und falls notwendig eventuell eine manuelle Nacharbeit. Nachdem alle Teile farbgespritzt und bedruckt sind, gehen diese zusammen mit sehr vielen Zulieferteilen wie Motoren, Drehteile, Drähten, Schrauben, Verpackungen und vielem mehr in die Montage, in der das endgültige Produkt entsteht. Jede Lok wird vor dem Einpacken in speziellen Prüfkabinen ausführlich getestet und geprüft. Zum Schluss werden Lok und Wagen eingepackt, kommen in das Fertigwarenlager und warten dort auf den nächsten Container nach Sonneberg. Um diese Produkte herstellen zu können, müssen die Artikel erst einmal entwickelt werden. Das erfolgt in der Entwicklungsabteilung in Sonneberg und dann in unserer Entwicklungsabteilung in Schaschan, in der fast alle H0, N und TT-Produkte auf hochleistungsfähigen Rechnern entwickelt und designt werden. Auf Basis der Entwicklungszeichnungen werden Formen gebaut, geprüft und dann in die Produktion überführt. Bevor ein Produkt in die Fertigung gehen kann,
müssen erst genaue Unterlagen über den Druck und die Farbgebung angelegt und dann natürlich laufend geprüft werden, ob die Produktion auch immer den Vorgaben entspricht. Bei bis zu über 100 Drucken pro Lok ist das natürlich nicht immer so einfach. Darum immer wieder Kontrollen und Kontrollen. Damit sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Dormitories auf dem Firmengelände wohnen, wohlfühlen, haben wir die Firmenanlagen mit viel Grünflächen und Sportmöglichkeiten ausgestattet. Basketball, Leseräume und Tischtennis sind die beliebtesten Freizeitaktivitäten. Und eines darf natürlich nicht vergessen werden: das Essen. Für Chinesen vielleicht noch wichtiger als für Deutsche. Es muss gut und abwechslungsreich sein. Dafür gibt es eine eigene Küche mit Kantine. Und zum Relaxen gehört am Nachmittag auch der Springbrunnen, der vor allem an heißen Tagen eine angenehme Kühle ausstrahlt. All dies ist letztendlich wichtig, damit unsere Pico-Fans tolle Produkte in Händen halten. Dafür stehen unsere Mitarbeiter in Shashan und Sonneberg. Das ist Pico Shashan.